So, in Ulda jetzt sprechen wir wieder mit Durald Harald. Dieses suffisante, selbstzufriedene Grinsen. Ja, ich bin Lightning begegnet und dem Monster. So, dann geben wir ihm mal exotisches Päckchen und seltsame exotische Päckchen. Schön. Eines Behemoths. Ja. Ey, ich schau. Ja, ich gebe einfach das Päckchen ab. Ich schau gar nicht rein. Eigentlich hätte ich es aufmachen sollen, gell? Na ja. Was für eine Selbstbeherrschung. Um sich die nächste Gehaltserhöhung zu sichern. Ja, ich bin so ein Schleimer, weißt. Und mach halt einfach das Päckchen auf, dann sehe ich es vielleicht, ne? Solch seltsame Kleider nett, nicht mal der Meisterweber, duftende Rose an seinen launischsten Tagen. Wurde diese Lightning die wohl ausgegraben? Ja, aus einer anderen Dimension, bestimmt. Ja, doch. Er glaubt mir nicht, aber. Ja, jetzt mal gucken. Also vielen Dank, er bedankt sich bei mir. Ah, oh, und ich kriege die Kleidung zurück. Das ist schön. Das heißt, ich kriege einen Schutzgartenrock. Cool. Und somit ist der zweite Fall hier abgeschlossen. Für den nächsten brauche ich Level 36, ja doch 36. Das heißt, ich muss jetzt noch ziemlich viel leveln innerhalb einer Woche, damit ich das dann hinbekomme. Wir sind gerade in den unteren Decks und da habe ich eine neue Aufgabe gleich entdeckt. Die könnte ich gleich einmal mit dem Scree-Build ansprechen hier. Krieg der Raubtiere. Ein Rudel Curl und ein Rudel Wölfe bekämpfen sich. Ja, da schauen wir doch einfach mal hin. Und helfen mal aus. So, jetzt leuchtet da unten was. Wie spricht man denn aus? R Kontai. Er denkt, ich bin ein Pirat. Tja, eigentlich schon, aber jetzt im Spiel hier nicht, ne? Er hat nur Wolfshunde gezüchtet und verkauft. Ach, deswegen hier, okay. Ja. Hoffen wir mal, das ist ihm eine Lehre. Und somit habe ich den Auftrag erfüllt. Das war aber schnell. Ist der neu dazukommen beim Update? Finde ich gut. Ich finde sowieso, es gibt viel zu wenig Aufträge allgemein. Babam, und ein Level gestiegen. Oh, und dann gibt es gleich ein weiteres. Ich kann zwar aussuchen. Ich nehme beide an. Oh, was kriege ich denn da? Oh, ein Begleiter. Das ist ja süß. Oh. Nehme ich war das zweite auch an. Nee, noch ein Begleiter. Minikön. Oh. Oh, das ist ja putzig. Oh. Gut.
Du nochmal, gell? Ja. Jetzt muss ich ihn in Sicherheit bringen, Klein. Oh, die Piraten dürfen wir nicht finden. Okay. Oh, mein Squirrel Baby, bitte. Muss ich retten. Winslow, oh mein, einsammeln. In letzter Sekunde vor dem Tod bewahrt. Oh, die arme Mutter liegt da. Oh, schnell weg. Muss ich darunter auch noch, gell? Laufen wir da gleich hin. Dann habe ich zwei neue Begleiter. Oh, toll! Eine kleine Nebensammelaufgabe, da freue ich mich über so süße Tiere sowieso immer am meisten. Und Fate ist auch gleich daneben. Wahrscheinlich, bis ich da bin, wieder weg. An den fetten Dodos vorbei. Oh, cool. Kann ich sogar noch schnell mitmachen. So, gleich haben wir. Und geschafft. Oh, was war denn das für ein Feld? Bei Fate. Mit Lightning. Echt jetzt habe ich jetzt so ein... War das ein Lightning-Feld? Und weg ist sie. Hm. Ja, interessant. Den Knochen kann ich ihm geben, den hungrigen Welpen. Wenn er hungrig ist, gibt ihm doch keinen Knochen. Na gut. So, was muss ich jetzt machen? Du. Ja, wurde erfüllt, aber der ist immer noch hier. Ruhig, genau. Da steht er rechts. Ich muss ihn beruhigen.
Jetzt hat. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch eine Monstergrappe. Ein alter Sechsarm. Ja, hier ist eh viel los. Ich finde immer, wenn wir Fates machen will oder so, dann hat man hier die besten Chancen, Mitspieler zu finden. In der Gegend. So. Ja, komm mit einer Anfrage. Ja, warum nicht? Entweder hat er das aus Versehen gemacht oder wirklich dann. Aber wie ich das schon gemeint habe, hier sind so viele Leute dann, die... Und die sind alle aus anderen Bilden. Yes, cool, huh? Geschafft. Und ich renne einfach weg, gell? Und die Gruppe bleibt zusammen. Schon mies. Na, da kommen auch welche. Wir geben jetzt erstmal die zwei Quests wieder, also ab. Und können uns hoffentlich gleich über zwei ganz süße kleine Begleiter freuen. Der süß da unten. Oh, die Piraten wurden verhaftet, okay. Wuff, wuff. Oh Gott. Das ist ja. Ja, natürlich nehme ich den an. Ach, ist das goldig. Genau das gleiche mit dem Chor hier. Ja, jetzt erkläre ich ihm das mit der Mutter. Oh je, gestorben. Und jetzt möchte ich den Chor aber wieder haben. Jetzt wird es halt mir das gleiche nochmal mit den Piraten, dass sie verhaftet worden sind. Oh, das ist ja noch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das knuffig. Hey, echt zwei goldige. Ah. Gucken wir gleich mal an. Ah, ich muss die erstmal hier ins Inventar. Hier ist. Benutzen. Genau wie dich.
Oh, der ist echt so mega süß. Oh, hallo. Oh. Gott, ist das putzig. Das sind immer diese schönen Nebensächlichkeiten. Hier so in Final Fantasy, wenn er springt. Oh, spring noch mal. Warte, mit den goldigen Augen, das ist echt. Oh mein. Jetzt gucken wir noch den Wolfs. Ja, das, Wolfshundewelpen den an. Oh, der ist ja noch kleiner. Oh. Nein, ist echt goldig. Ich glaube, den nehme ich mit. Ich nehme den Hund, den finde ich am süßesten von all meinen Begleitern gerade. Oh. Schau mal. Vor allem das Halstuch steht ihm wunderbar. So einen süßen Hund möchte ich auch mal haben. Das ist doch echt goldig. Und so klein. Dann rennt er ganz schnell. Oh, der ist schon flink. Ha, das gefällt mir jetzt wieder. Entschuldigung. Gut, somit haben wir hier die Aufträge erledigt und ich fahre mal wieder nach Limsa Luminsa zurück. Genau, wegen unserem verliebten Valentin-Special, das ja gerade da stattfindet. Das dürfen wir natürlich nicht verpassen.